Ja, hallo liebe Pflanzenmilchfreunde. Wir sind heute mal zu uns ins Ligusterquartier gefahren. Wir stehen hier vor den Ligustrum ovalifolium, die jetzt in diesem Herbst bei uns in den Versand gehen. Da viele von euch immer nicht wissen, was soll ich eigentlich genau, wie soll ich mit der Pflanze umgehen, will ich euch das noch mal zeigen. Ihr erhaltet die Ware von uns gebündelt. Da sind die frisch vom Feld gekommen und haben jetzt diese Größe. Oft werden die Pflanzen gepflanzt und nicht geschnitten. Und dann ist das Problem, dass die Pflanzen oben den neuen Austrieb machen im nächsten Jahr und unten nicht. Deshalb ist es bei der Freilandware egal, wie groß ihr die kauft, ihr müsst sie auf jeden Fall kräftig schneiden. So, ihr nehmt die Pflanze also richtig kräftig zurück, so dass sie die Kraft hat, von der Basis her, also von unten her, neu auszutreiben, damit eure neue Hecke dann auch von unten her schön voll wird. Und so zurückgeschnitten könnt ihr die Pflanzen dann wieder in die Erde bringen. Der Wurzelbart, da werden die Hauptwurzeln neu angeschnitten. Das reizt die Pflanze, neue Saugwurzeln zu bilden. So, und an dem hellen Schnitt seht ihr, dass das Holz absolut gesund ist und die Pflanze also genügend Kraft hat, hier wieder wunderbar loszuwurzeln. Diese Pflanzen werden, wenn ihr sie aus dem Kühlhaus bekommt, für 2 bis 3 Stunden gewässert. Ansonsten, wenn sie frisch vom Feld kommen, braucht ihr das nicht, dann sind sie noch voller Energie. Dann werden die Pflanzlöcher ausgehoben, der Untergrund wird gelockert. Die frisch angeschnittene Pflanze kommt dann ins Pflanzloch. Der Erdboden ist gelockert. Das ist wichtig, dass ihr nicht Steine, Unkraut oder alte Wurzeln mit ins Pflanzloch bekommt, so dass sie einmal feststeht. Dann, damit das Wachstum richtig vonstatten geht und die Pflanze sich bei euch wohlfühlt, verwendet ihr Bodenaktivator. Das fördert das Bodenleben. Da sind Mikronährstoffe drin. Und vor allen Dingen Futter für Regenwurm und andere Käfer. Das streut ihr mit auf euren Aushub und ins Pflanzloch. Und gebt das einfach so mit in die Erde hinein. Und wenn ihr die Pflanze so jetzt locker in eurem Pflanzloch stehen habt, noch nichts weiter machen, dann werden sie angegossen. Richtig schön kräftig einen Schluck Wasser geben. Und das ist der Moment, wo der Gärtner die erste Pause macht. Weil das Wasser lasst ihr in aller Ruhe versickern. Nicht gleich antreten, dann macht ihr aus dem Boden eine Betonschicht. Und das ist zum Nachteil der Pflanze. Jetzt gibt es einen Kaffee und danach wird der Rest angeschaufelt und dann erst angetreten. Und so erhaltet ihr eine volle, dichte, gut gewachsene Hecke. Ja, und wie ihr übers Quartier seht, wir haben reichlich für euch, also haut rein. Und dann im Frühjahr, wenn eure Pflanzen schon schön angewurzelt sind, die Hecke steht, alles ist in Ordnung, dann kommt dieser Dünger zum Einsatz. Das ist ein organisch-mineralischer Dünger, der die Pflanzen zu einem gesunden, kräftigen Wuchs veranlasst. Wenn ihr sie mit einem Salz wie Blaukorn versorgt, erreicht ihr nur ein Längenwachstum. Die Pflanzen haben dann große, weiche Blätter, die für die Blattlaus absolut lecker sind. Der Pilz hat einen leichten Zugang, weil die Pflanzen weich und empfindlich sind. Und mit diesem Dünger erreicht ihr ein gesundes, hartes, ausgeglichenes Wachstum. Die Pflanzen sind rundum gesund und ihr habt eigentlich keine Probleme mit irgendwelchen Schädlingen. Und auf so eine Pflanze kommt so ungefähr eine gute Tasse voll Dünger, den ihr einfach auf die Oberfläche streut. Er wird einfach nur in die obersten paar Zentimeter der Erde mit eingearbeitet, gut verteilt. Und so kann das Bodenleben und die neue Feuchtigkeit durch Regen ihn in Zersetzung bringen und steht der Pflanze als Nahrung dosiert zur Verfügung. Und wenn es dann ans Schneiden geht von den Pflanzen,
dann tut euch selbst einen Gefallen und benutzt eine solche Schere. Keine Motorheckenscheren. Die Heckenscheren machen einen kneifenden Schnitt und ihr habt fürchterliche Schnittwunden an den Pflanzen, wo es braune Flecken gibt und Äste eintrocknen. Immer per Hand mit einer guten Schere arbeiten. Die Gartenarbeit soll ja auch Spaß bringen und sollte keine Last sein. Deshalb macht euch das Vergnügen und holt euch eine vernünftige Handschere. Ich stehe hier jetzt noch mal in unserem Ligusterquartier. Das ist unsere Sträucherqualität 80-120. Und wenn ihr mal das Feld lang guckt, dann heißt es morgens für die Gärtner hier, da hinten ist Mittag. So lange dauert das, bis wir dann solch ein Quartier auch geräumt bekommen, Reihe für Reihe. Damit ihr sie dann frisch von uns vom Acker direkt in euren Garten bekommt und je nach Anleitung dann eure Hecken pflanzen könnt. Wir sind hier jetzt nochmal in unser Ligusta-Jungpflanzenquartier gefahren. Diese Ware ist einmal verpflanzt und hier werden wir die Qualität 50-80, 80-120 aussortieren. Diese Pflanzen werden genauso behandelt wie auch in der anderen Pflanzanleitung. Nur eben mit dem Unterschied, dass ihr nicht drei von den großen pflanzt, sondern vier bis fünf von den kleineren pflanzen. Damit ihr in der gleichen Zeit eine genauso dichte Hecke erreicht. Von der Wüchsigkeit unterscheiden die sich von den großen nicht. Sie brauchen nur bei euch ein oder zwei Jahre länger, bis sie die großen eingeholt haben. Ansonsten das gleiche Verfahren, die gleiche Qualität, alle kerngesund und als 24-Stunden-Artikel schnell im Versand. Bis dann.